Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Gestern ging der PTB live mit dem neuen Chapter. Wir haben uns natürlich erstmal direkt die ganzen Sachen angeschaut. Und für die Leute, die selber keinen DBD spielen oder auch keine Lust oder Zeit haben, auf dem PTB zu gehen, werde ich in diesem Video mal die neuen Fähigkeiten des Survivors und der Killerin vorstellen. Viel Spaß. So, genau. Dann ist es ein bisschen einfacher mit den, drei lehrbaren Perks, Leute, die er dabei hat, ja, können wir einmal durchgehen. Also, wir haben hier zum einen die elterliche Fürsorge. Du hast die Fähigkeit geerbt, die Toten zu hören, und nun warnen sie dich vor drohender Gefahr. Wenn du den Killer irgendwie betäubt hast, werden deine Kratzspuren, Blutpfützen und Schmerzenslaute für 10 Sekunden verborgen. Okay. Das funktioniert scheinbar immer. Also immer, wenn man den Killer betäubt. Ja. Dann empathische Verbindung. Deine Präsenz wird mental zu jenen übertragen, die in Gefahr schweben. Immer wenn ein anderer Überlebender verletzt ist, kann dieser deine Aura innerhalb einer Reichweite von 96 Metern sehen. Wieso nicht 69? Oder ist es nur ein Zahlendreher? Man weiß es nicht. Und du heilst andere Überlebende 10% schneller. Okay, das ist quasi Einfühlungsvermögen nur andersrum, wenn man so will. Das ist quasi, als ob du Einfühlungsvermögen halt hast, bloß dass die anderen Leute dich sehen. Und du kannst schneller heilen. Ja, 10% haben oder nicht haben. Könnte man halt noch irgendwie andere Sachen mitnehmen oder was. Ist halt wieder etwas, wo man ein bisschen schneller hochheilen kann. Überleg mal, wenn du das jetzt mit hast, dann wir schaffen das. Ja gut, weil wir schaffen das, ist eh schon eine Verdoppelung. Deswegen sind 10% dann eigentlich Wayne. Ne? Und zu guter Letzt hat er noch einen Segen, Leute. Und zwar die dunkle Theorie. Deine obsessive Beschäftigung mit dem Übernatürlichen hat dir zu einem beispiellosen Wissen über andere Reiche und Ebenen der Existenz verholfen. Halte die Taste für die aktive Fähigkeit neben einem glanzlosen Totem oder einem Fluchtotem gedrückt, um es zu segnen. Das kennen wir schon. Alle Überlebenden innerhalb der Reichweite des Segenstromes erhalten den Statuseffekt Eile mit 2%. Dieser Effekt hält noch 4 Sekunden nach Verlassen des Umkreises des Segentotems an. Okay, man ist um 2% schneller innerhalb des Bereichs. Interessant. Man kann immer nur ein Totem segnen, dies, das, Ananas, wisst ihr Bescheid. Dunkle Theorie, damit haben wir jetzt auch 4 Segenfähigkeiten. Das heißt, man könnte full auf die Segen gehen. 4 unterschiedliche Sachen. Einmal, dass man sich heilen kann, dass man ein bisschen schneller ist, dass man Unbreakable hat und dass man keine Kratzspuren hinterlässt. Keine Kratzspuren und dunkle Theorie. Wäre mal interessant, wie die funktionieren zusammen. Nice. Okay. Dann lass mal Killer gönnen, Leute. Killer auch nochmal anschauen. Oder die Killerin. Was ist denn hier? Künstlerin ist noch auf Stufe 1? Und wann ist denn der? Keine Ahnung. So, hier ist er, Leute. Der Onryo. Der? Das ist doch eine Sie. Aber wahrscheinlich, weil es ein Geist ist oder so. Als rachsüchtiger Geist, der die Nensha-Kraft besitzt, kann der Onryo still und unsichtbar das Reich durchqueren und zeigt sich erst, wenn er bereit ist, zuzuschlagen. Mit seinen persönlichen Talenten kann er versteckte Überlebende entdecken, Generatoren überwachen und die Reparatur behindern. Dann zeig uns doch mal eben die Fähigkeiten, die du da so dabei hast. Also, der Onryo beginnt mit ihren 3 persönlichen Talenten. Also Geiselhaken, Fluten des Zorns. Dein schreckliches Trauma lässt du alle spüren. Zu Beginn der Prüfung werden bis zu 4 zufällige Haken in Geiselhaken verwandelt. Du siehst ihre Auren in weiß. Wenn ein Überlebender von einem Geiselhaken gerettet wird, werden die Auren aller anderen Überlebenden für 7 Sekunden angezeigt. Ja, nice, das ist ganz cool, ne? Ist so ein bisschen Anti-Tunnel wieder. Kann man nehmen, aber weiß nicht, kannst auch Barbecue mitnehmen, dann siehst du die Leute auch. Man weiß es nicht. Ruf der See. Mit deinen übersinnlichen Kräften kannst du Technologie auf verheerende Weise beeinflussen. Nachdem ein Generator beschädigt wurde, wird dieses Talent für 60 Sekunden aktiv. Der Generator verliert Fortschritt mit 200% der gewöhnlichen Fortschrittverlustgeschwindigkeit. Also 3-mal so schnell, das ist krass. Und du siehst seine Aura. Jedes Mal, wenn ein Überlebender einen guten Fähigkeitscheck an einem von diesem Talent betroffenen Generator abschließt, erhältst du eine Benachrichtigung über ein lautes Geräusch. Hä? Was? Erbarmungsloser Sturm.
Du stellst eine übernatürliche Verbindung zum Entitus her und veränderst die Regeln der Prüfung. Wenn ein Generator 90% Fortschritt erreicht hat, erhalten Überlebende, die an dem Generator arbeiten, immer wieder Fähigkeitschecks. Wenn sie dabei versagen oder die Reparatur unterbrechen, wird der Generator für 20 Sekunden blockiert. Erbarmungsloser Sturm kann nur einmal pro Generator pro Prüfung ausgelöst werden. Okay, krass. Das würde mich mal interessieren, was das für Skillchecks sind. Wenn das so ist wie bei der Glyphe, das wird schon ganz schön rund gehen. Aber ja, ich wollte gerade das, was Sodi auch gerade geschrieben hat. Stell euch bitte vor, Ruf der See mit Popgoss Weasel, Leute. WTF. Stell euch bitte vor, du hast Pop, ballerst den 25% weg und dann geht er danach noch dreimal so schnell runter wie sonst. Yo, alles klar. Wenn es sonst nichts ist, oder? Also das klingt böse hier, muss ich sagen. Und den Ruf der See, den werden wir bestimmt häufiger sehen. Ha, sehen. Und erbarmungslose Sturm. Wäre ich mal gespannt, wie die Skillchecks sind. Wie gesagt, weil, die waren ja schon ziemlich wild teilweise, ne? Sieht schon geil aus, oder? Einfach so die Haare da vorne. So, Leute, die Fähigkeit kann man sich auch nochmal anschauen. Beziehungsweise wahrscheinlich können wir das ein bisschen besser hier einfach machen. Also, ich kann leider nicht lesen. Ah doch, Flut der Furcht. Okay, das da oben fest. Flut der Furcht, ja, kommt hin. Mit einer geheimnisvollen Videokassette überträgt Sadako ihren Fluch auf ahnungslose Zuschauer und sorgt für ihren frühzeitigen Tod. Im übersinnlichen Reich ist der Unruf für Überlebende unsichtbar. Erst in einem Umkreis von 24 Metern können sie ihn zeitweise sehen. Okay, also quasi wie Geisti, nur dass sie sich nicht unsichtbar machen kann und dann so rumflackert wie Freddy wahrscheinlich. Spezialfähigkeit, Manifestierung. Der Onryo muss sich körperlich manifestieren, um Überlebende anzugreifen. Drücke und halte die Stärketaste, um dich an deiner aktuellen Position in materieller Form zu manifestieren. Kurz nach der Manifestierung bist du für Überlebende innerhalb eines Umkreises von 24 Metern weiterhin zeitweise sichtbar. Danach ist er innerhalb von 24 Metern durchgehend sichtbar. Solange er manifestiert bleibt. Okay. Okay, also muss er doch manifestieren. Mhm. Außerdem kannst du eine materielle Form annehmen, indem du durch einen Fernseher projizierst. Drücke die Taste für die aktive Fähigkeit, während du einen eingeschalteten Fernseher ansiehst, um dich hinein zu projizieren. Dabei schaltest du den Fernseher aus. Alle Überlebenden innerhalb von 16 Metern vom Fernseher erhalten Fortschritt für verdammt. Ein vollständig verdammter Überlebender kann getötet werden, nachdem er niedergestreckt wurde. Oh, Mori, eingebaut oder was? Ja, moin. Überlebende können Fernseher mit der Aktion Videokassette zurückholen, für kurze Zeit ausschalten. Meint ihr zurückspulen oder zurück, also rausnehmen wirklich? Dies erhöht den Fortschritt für verdammt für diesen Überlebenden. Solange er eine Videokassette hält, kann der Überlebende weitere Fernseher ausschalten und erhält dabei zusätzlichen Fortschritt für verdammt. Ein bestimmter Fernseher hat eine hervorgehobene Aura für den Überlebenden. Mit diesem Fernseher kann der Überlebende die Botschaft des Unri verbreiten, indem er seine Videokassette einlegt. So wird der Fortschritt für verdammt verringert. Okay. Okay. Ja, das waren dann die Fähigkeiten, die jetzt mit dem neuen Chapter ihren Weg ins Spiel finden werden. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, was wir davon dann in den ganzen Matches, wenn das Chapter erstmal released ist, so sehen werden. Jetzt werden die Leute erstmal natürlich ein bisschen ausprobieren. Ich glaube, auf der Survivor-Seite, ja, kann die elterliche Fürsorge sich am ehesten vielleicht nochmal durchsetzen. Ist eine ganz lustige Fähigkeit, gerade wenn du sie zusammen mit Superhit spielst. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Das heißt, du stunst den Killer mit einer Palette, bekommst deinen Sprintboost und hinterlässt dann gar keine Spuren oder gar keinen Sound für 10 Sekunden. Das kann halt schon mal dafür sorgen, dass der Killer einfach absolut gar keine Ahnung mehr hat, wo du hingegangen bist und ein bisschen ratlos in der Gegend umhersteht und dich nicht mehr wiederfindet. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Die anderen beiden Fähigkeiten, ja, ich weiß nicht. Also, die eine Fähigkeit ist ja quasi wirklich wie Einfühlungsvermögen, nur halt andersrum. 10% zusätzliche Heilungsgeschwindigkeit ist auch nicht viel, ne? Vor allem die Leute, wenn sie dann sehen, ach guck mal, da hinten ist der Typ, rennen dann erstmal zu dir hin. Das kostet Zeit, werden dann hochgeheilt, 10% schneller, weiß nicht, fühle ich noch nicht so richtig. Gerade auch wieder eine Fähigkeit, die in SWFs halt komplett useless ist, weil in SWF, ja, kannst du einfach mit den Leuten halt sprechen, ne? Dann sagen die dir halt einfach, wo du bist. Ist natürlich für die Solo-Queue vielleicht ganz interessant, hast du immer einen Anlaufspunkt, wo du hingehen kannst.
Aber da muss man halt auch wieder sagen, ja, keine Ahnung. Mit den 10%, wie gesagt, im SWF, nimm halt botanisches Wissen mit und sag den Leuten einfach, wo du bist. Dann kannst du dich deutlich schneller hochheilen. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird. Die andere Fähigkeit, die wir dann noch mit am Start hatten, mit 2% schneller laufen, ja, müsste man einmal so ein bisschen durchrechnen, würde ich sagen, ob sich das dann unterm Strich lohnt. Wie viel schneller ist man dadurch? Wie viel länger kann eine Verfolgungsjagd dadurch dauern? Ich meine, es kann immer mal sein, dass du genau durch diese 2%, die du schneller bist, dann noch zu einer Palette kommst, die du sonst vielleicht nicht bekommen hättest. Ist aber, ja, also, ich meine, man kann jetzt auch nicht sagen, 10% schneller, dann sind die Survivor, sind sie dann schneller als ein Killer? Ich glaube nicht. Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Man merkt ja schon bei Hoffnung, dass Hoffnung irgendwie so, ja, keine Ahnung, hat Hoffnung mir jetzt was gebracht? Irgendwie fühlt man es halt überhaupt nicht. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der mit Hoffnung spielt? Kann man auch wieder sagen, okay, Hoffnung triggert aber nur am Ende der Runde. Gibt dafür aber auch deutlich mehr Prozentpunkte. Man kann jetzt halt ein komplettes Boon-Totem-Setup spielen, aber ansonsten glaube ich nicht wirklich, dass wir die Fähigkeit häufig... Bei den Killern sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Der Geißelhaken, ja, ich glaube nicht, dass er Barbecue und Chili ersetzen wird. Zum einen, Barbecue und Chili hat halt den riesen Vorteil, dass du nochmal einen Blutpunkte-Bonus bekommst. Ja, kann man immer schön weiterleveln und so weiter. Und Barbecue und Chili gibt dir halt erst den Hinweis, wenn du die Leute aufhängst. Du kannst dann direkt hingehen und direkt in die nächste Verfolgungsjagd gehen. Hier beim Geißelhaken Fluten des Zorns ist es halt so, du musst, also erstmal musst du jemanden ja an diesen Geißelhaken überhaupt ranbekommen, wovon es ja nur 4 Stück maximal gibt. Das ist schon mal der erste Punkt, dann triggert das sonst überhaupt nicht und Barbecue und Chili triggert immer. Und dann triggert es ja auch erst, wenn die Person dann gerettet wird. Klar, ist eigentlich ganz cool. Dir werden dann die 3 anderen Leute angezeigt, egal wie weit sie weg sind von dir. Und sie können wahrscheinlich auch nicht so gut abpassen, dass sie in den Schrank reinspringen. Bei Barbecue und Chili funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Wenn die Leute sehen, oh, hier, der wird den jetzt zum Haken tragen. Zack, schnell mal in den Schrank rein, damit der Killer dich nicht sieht. Ist hier ein bisschen schwieriger, dann das abzutimen, wenn der abgehangen wird, dass du dann in den Schrank reinhüpfst, damit man dich nicht sieht. Aber dadurch, dass man die Leute dann erst sieht, sobald abgehangen wird... Ah, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es so häufig mitgenommen wird. Der Geißelhaken an sich ist dann halt auch noch das große Problem. Wenn Fluten des Zorns auf jedem Haken wirken würde, vielleicht würde man es dann schon eher häufig. Beim Ruf der See muss ich auch nochmal korrigieren. Ich habe beim ersten Mal gesagt, es ist 3-mal so schnell, aber in der Beschreibung steht 200% der Basisgeschwindigkeit. 100% der Basisgeschwindigkeit wäre ja eben die Basisgeschwindigkeit und 200% der Basisgeschwindigkeit ist dann halt nicht 3-mal so schnell, sondern doppelt so schnell. Ich habe irgendwie das so gelesen, dass es 200% schneller ist. Das wäre dann 3-mal so schnell, das wäre insane. Ist nur in Anführungsstrichen doppelt so schnell. Aber ich glaube trotzdem in Kombination mit Pop Goes the Weasel trotzdem ganz nice. Ich habe es auch mal in einer Runde gespielt. Ich werde auch gleich noch ein paar Runden hochladen. Ich wollte hier nur erstmal so einen kleinen Überblick für euch schaffen, dass ihr einmal die neuen Perks schon mal alle gehört habt. Und als letztes hatten wir noch den erbarmungslosen Sturm, richtig? Ja. Erbarmungsloser Sturm habe ich auch gespielt. Bei 90% Gen kommen dann die Skillchecks. Ich habe es auch einmal mit Tüftler kombiniert. Das war eigentlich auch ganz lustig, weil Tüftler triggert dann ja schon bei 70%. Das heißt, du kannst langsam aber sicher hingehen. Wenn sie bis dahin dann schon bei 90% sind, dann zwingst du sie quasi, den Skillcheck zu verkacken, weil du halt eben da bist und den erstmal schönen Schlag auf den Nacken gibst. Ist eine ganz lustige Fähigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass Erbarmungsloser Sturm vielleicht das ein oder andere Mal gespielt wird, gerade in Kombination mit Tüftler. Dann sind die Gens natürlich erstmal geblockt. Das kannst du dann als Killer ja auch nicht zurücksetzen. Müsste man vielleicht irgendwie so kombinieren, dass man noch einen anderen Vorteil davon hat. Da werden sich bestimmt ein paar interessante Setups finden lassen. Aber ja, das ist erstmal so die erste Einschätzung. Wir haben gestern halt im PTB noch ein bisschen gezockt. Nicht so viel, deswegen, ja, mal gucken. Vielleicht ändern sich die Meinungen über die Fähigkeiten und so weiter noch. Aber das ist erstmal so mein Ersteindruck. Leute, schreibt mir gerne euren Ersteindruck in die Kommentare. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich werde auf jeden Fall gleich auch nochmal eine Runde hochladen mit dem Killer. Also, wenn ihr das Video geschaut habt, müsst ihr eigentlich das andere Video schon hochgeladen. In diesem Sinne, Dankeschön für die Aufmerksamkeit und wenn ihr mögt, sehen wir uns nachher im nächsten Video. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag und natürlich vielen Dank an die Kanalmitglieder. Grüße gehen raus. Also, Leute, bis dann. Haut rein.